Hallihallo und Tüdelü zusammen und willkommen zu einer neuen Runde hier in Lost in Random. Und ja genau, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben und ich war hin und her gerissen, soll ich links herum oder rechts herum? Wir suchen den Schattenmann bzw. Bernie, unseren Freund, und da vorne liegen meiner Meinung nach glitzernde Bonbons. Nach denen hatte auch Bernhard beim letzten Mal gegriffen und wurde dann entführt, wahrscheinlich vom Schattenmann. You want to know about the Shadow Man? Ja, will ich. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich da auch wahrscheinlich gleich mal zu lange. Wahrscheinlich werde ich dann entführt. Wir quatschen mal mit diesem Fischkopf. You want to know about the Shadow Man? Ja. The Shadow Man comes when night eats day. He'll come and take your child away. And you might cry, and you might pray. But the Shadow Man comes when night eats day. Schöne Reime. Also, nicht schöner Inhalt, aber gut. Besser gereimt auf jeden Fall als unser schlechter Bürgermeister. Okay, danke, ich weiß jetzt genug. Erzähl mir mehr. He don't like shine, and he don't like sun. He'll come out the walls when the daylight's done. Snuff out Mullygrow Alley's lights. Then you best run, for the last night of the Shadow Man has begun. Okay, ja genau, danke. Sounds to me like you're fixin' to go see him. I wouldn't thank me just yet. Also ja, wie überraschend, der Schattenmann mag kein Licht. So, hier, Süßigkeiten. Süßigkeiten. Kann ich die greifen? Nein, ich kann sie nur angucken. Das ist ja Folter. Was für eine Folter ist das denn bitte? Hier liegen Süßigkeiten und man darf die nicht nehmen? Das Spiel ist so raus. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Nüchse. Aber es gibt Geld. Okay, keine Süßigkeiten für Even. Nur Kleingeld. Irgendwie ist es so still. War hier schon immer keine Musik? Oder ist das nur heute so? Was ist denn hier los? Okay, was haben wir da? Straßenlaternenterminal. Klingt doch nett. Boah. Was ist das? Warte, erstmal holen wir uns hier noch mehr Geld. Dankeschön. So, Warte, von da kam ich, oder? Ja, ich denke schon. Sind das Pilze? Ih. Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen, verdammt. Ja, wundervoll. Okay. Das ist das eine und... Aha, das sind die anderen. Wundervoll. Und was hilft's mir jetzt? Achso, ja, hier, Dicey, ne? Warte. Wie krieg ich denn nochmal da hingepfiffen, Scheiße? Mit R. Over there. Aber es bleibt jetzt nicht so, ne? Wenn wir runtergehen. Ja, wundervoll. Dicey, over here! Okay. Wer weiß, wofür es noch gut sein wird. Hier geht's nicht weiter. Und ich begreif's nicht. Herrlich. Ich lieb's. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Wir gehen nochmal hoch. Mit dem hatten wir schon gequatscht, ne? Wieso kann ich denn nochmal mit dem quatschen? Mit Greg Grübler. Kids never run around here unsupervised. That's what the Shadow Man is. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably gone. Ja, das hatten wir alle. Das wieder zu diesen Viechern. As well. Ja, das hatten wir alles schon. Wuhu, mehr Geld. Braver Würfel, guter Würfel.
Hast du mal einen von Bernard gesehen? Er trägt eine Sechser-Uniform. Wir hatten das alles schon. I thought I saw one running around here recently. A young lad. Boxy clothing. Uh-huh. Can't say I did, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. Everyone knows about the Shadow Man, child. Ja, das hatten wir alle schon, ich weiß. Okay, ja, warum gehe ich jetzt zurück? Weil ich denke, vielleicht gibt es noch irgendwelche Abzweigungen, die ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht mal, woher ich kam. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Ja, witzig ist, hier ist ja auch immer dunkel. Was bist du denn? Kann ich dir wehtun? Stört ihn nicht. Fascinating, fascinating. Was? Ja, mit dem hatten wir aber auch schon gequatscht. Ich will das alles nicht nochmal. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. Ja, das, silly, okay, das hatten wir schon gut. Ach, das ist der Schrankmann. Vielleicht können wir da ja was reißen. Genau, und da kam ich, glaube ich, her, ne? Glaube ich. So, was haben wir denn hier Schönes? Blitzangriff. Ah ja, genau, das mit diesem Blinzelangriff. Das ist, Blinzelangriff, nicht Blitz, genau. Das ist gar nicht so schlecht. Und das hier finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Das nehme ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen, weil mir sonst was fehlt. Also an Money. Money, Money. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Aber das ist ja auch gut. Guck mal, hier kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. Mal die Augen aufhalten. Ey, kostete das nicht 125, das eine? Warte, ich guck noch mal. Nee, 165 war es. Das hier war... Was ist das denn? Beschwört eine Heilglocke, die Würfelspielerin heilt, wenn sie in der Nähe ist. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber ich spare jetzt erstmal. Ich hoffe nicht, dass der nächste Kampf so bald sein wird. Oder hoffe ich es doch? Was ist denn hier eigentlich? Juhu! Noch mehr Geld! Ja, gib mir, gib mir. Ja, jetzt kann ich es kaufen. Juhu! Das ist so krass. So. Hammer das. Sehr schön. Ja. Gut, mit denen kann ich nicht nochmal reden. Also ich weiß nicht, warum ich mit den einen jetzt nochmal reden konnte, mit den anderen nicht, aber okay. So, da komme ich leider auch nicht hoch, aber da kann ich mir nochmal Geld holen. Ich habe gerade so schön viel ausgegeben. Oh. Even muss auch treffen, ne? So, Schatten. Mann, wo bist du? Wo ist Bernard? Und wie komme ich überhaupt hier weiter? Kellner 1. War da ein Ausrufezeichen? Warum war denn jetzt da ein Ausrufezeichen? Snuff out the lights in Mulgo Alley and you'll find him there, waiting. Soll ich da die Lichter löschen? Mach ich nicht. Ist das hier, hier über... Ah, das ist die hier, ne? Warte mal, hier muss ich die Lichter löschen. Wie lösche ich denn... Ist das die? Ich weiß ja nicht, ob sie das ist. So kann ich es nicht. Ich soll die Lichter löschen, okay. Wie lösche ich die Lichter? Entschuldigung, Sir, wissen Sie, wie ich hier die Lichter löschen kann? Und nun gehen Sie doch mal weg. So. Also ich muss das irgendwie mit diesem Mechanismus anscheinend machen. Aber wie? Warte mal, vielleicht muss ich mich ja da hinstellen und Dicey muss auf die andere Seite, aber ich glaube nicht. Thank you.
So, und jetzt muss ich das abschießen. Ah! Stromausfall. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Okay. Ja, jetzt ist sie da aus. Schön und gut, aber das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt hier weiter bin irgendwie, oder? Also ich fühle mich beobachtet. Schön und gut. So, jetzt gehe ich wieder hier hoch, aber hier ist auch wieder Licht. Ne, hier ist keins. Wie gruselig. Oh. Das war jetzt mal wirklich dunkel. Oh, ja, da sind die Süßigkeiten. Jetzt kann ich auch den Süßigkeiten ran. Juhu! Wow! Nicht juhu! Are you the Shadow Man? Oh, I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! Okay, soviel zum Thema. Der nächste Kampf wird wahrscheinlich noch nicht so lange sein. Wahrscheinlich habe ich den gleich schon. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Habe ich nämlich nicht. Was bist du? Lass Bernard gehen. Was nehmen wir denn? Also ganz ehrlich, ich würde auch fragen, was bist du? Haven't you heard the bedtime stories? I'm what goes bump in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. This is what I do. Nicht nett. Or what I used to do anyway. Before this silly war. So, ihm direkt sagen, dass ich keine Angst habe, oder ihm direkt sagen, lass Bernie gehen. Bernie. Ja, komm, erstmal zeigen wir ihm, wie tough ich bin, ne? That may be true. But there is another truth. Dass ich schlagen werde, wenn Burn nicht gehen lässt. Das nehme ich. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. Boah, der ist echt fies, ja? He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. Das ist gehen, das ist Kidnapping. Bitte, gib ihn mir einfach. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Ich bin doch gar nicht beleidigt. In this case, children. Besides, you don't have what I need. Schluss mit den Nettigkeiten. Was willst du für Bernie haben? Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. Ich bin tougher, als ich aussehe. Du machst mir keine Angst. Ja, komm. Mach's erstmal so. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplet war to end. Ist das nicht nett? Sag mal, warum interessiert dich der Frieden? Ja, hat er ja eigentlich gerade gesagt, damit er wieder Kinder jagen kann. Nichts so ungut, aber du kommst mir nicht besonders friedfertig vor. Oh, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. Macht Sinn. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is the greater horror. And they have overindulged, forgotten me. Naja. If you want me to give you Bernard, then I want you to change that.
Also, sagen wir mal ganz ehrlich, vergessen hat den wohl keiner, sonst hätten wir jetzt nicht so viele Bewohner von dem schon erzählen können, ne? Aber okay. Du willst, dass ich den Krieg beende? Wie? I don't care how. I don't care about anything even. Except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Oh, mein Freund hier trägt nur ein Kostüm. Ach, dem müssen wir doch nichts vormachen, echt. I've been around for centuries even. I know more than your mortal world has forgotten. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out. Or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. Hey, was weißt du über meine Schwester? Da, genau, woher weißt du von dort? Ich weiß nicht, wie mein Krieg beendet. Ich nehme die Herausforderung an, wenn ich so meinen Freund retten kann. Erstmal fragen wir mal die eigentliche Frage. Warum weiß der was von Ort? For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders. And my hunger won't be held at bay forever. Save Bernard from the wretched Shadow Man, even had to end Threedom's civil war. Witzig. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Okay, diese Leute anscheinend nicht mehr, ey. Nee, red mit mir. Sprich doch. Was? Wer bekommt wen nicht lebend? Wer war's? Was passiert? That poor woman. Completely mad. Have you seen Nishka? That poor woman. Completely mad. Wer ist denn jetzt Nishka? Ist hier Nishka? Auf dem Marktplatz muss doch irgendwer sein. Du rüsselt hier. Ach so, da ist deine Vorderseite. The King! The King! We need to! Who goes there? Ach so, das ist die. Ja, die ist schon ein bisschen gaga, ne? You, I remember you. We've spoken before, haven't we? Ja. Es war heute, Nishka. Wir haben uns über den König unterhalten. Erinnerst du dich? No, I don't remember much, and I'm sorry, what did you want? Wie hat dieser Krieg begonnen? Oh, with the children, the three children, something happened. Ja, toll, und was? Hat einer der Drillinge den König ermordet? Tut mir leid, Nishka, aber hast du den König getötet? Boah, ey. Tja, was ist jetzt die richtige Frage? Wir fragen erstmal nach den Drillingen. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard and I ran to look and he was supposed to be sleeping, but ja. Du hast so viel verloren. I'm sorry. I just it was such a shame, such a I'm sorry. I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? Ich hätte eine Frage zu den Drillingen. Fällt dir etwas ein, das diesen Krieg beenden könnte? Das ist aber eine gute Frage. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly and then poof. But there have been times where an object reminds me of things. Holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh,
And if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. Okay. Wie kann ich die Dringling überzeugen, mir die 4 Gegenstände zu überlassen? Würden dir die Gegenstände dabei helfen, dich zu erinnern, wer den König ermordet hat? Wir fragen erstmal danach. I'm sorry, find what? What were we talking about? Oh, if only I could remember. Okay. Ah ja, komm. Dann habt ihr eh keine Wahl, ne? What the That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine. We should all stop worrying about it. Ich weiß nicht so recht. Guck mal, wie er schon bereit steht. Ja, ich will blank ziehen. Ich will blank ziehen. Das ist so ein Typ, ne? Ja gut, dann gehe ich mal auf diese Plattform. Beraube die Baroness. Soll ich jetzt die Baroness berauben? Ich gehe schon alle in Deckung. Seeing the ease at which Dicey affected the world, even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now. Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? It's the count. Geht jetzt hier runter, ja? And gentlemen, the count has won the roll. Oh, Dunkelheit, Nebel. Was denn jetzt, würde irgendwo Tee ziehen? Was ist das? Die Schwerterbrücken. Marktplatz von Dreiheit. Schon wieder Marktplatz? Wie viele Marktplätze hat Dreiheit denn? The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice. But everything else I know. Hi there. I'm D-Time Dutzy. I used to be our late King's master planner. Tutsi Teestand. Teestund. Okay. Wer ist dein Boss jetzt, wo der König weg ist? The Nanny Fortuna, of course. When you're this good, it'd be a crime not to share your skills with the world. Literally. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice. But everything else I know. Dieses Chaos kannst du nicht vorhersehen. Wie lautet dein Geheimnis? Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Every day the dice is rolled, and every day one of the Colossuses moves. Okay. Was für eine bahnbrechende Erkenntnis. Ja, Sarkasmus ist ganz mein Ding. I can detect that too. But what everyone else has failed to notice is how the winning Colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No. Only I see it. Oh ja, super. Willst du es der Baroness erzählen? Ich wette, so eine hinterhältige Aktion würde dem paranoiden Grafen gefallen. Für den Herzog wäre das wohl zu aggressiv. Du arbeitest nicht für ihn, oder?
by the order of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more about the triplets for observational purposes only. Tell you what, if you meet them, come back here and describe them to me. There'd be a reward in it for you. Okay. Okay, das mache ich dann vielleicht. Nanny Fortuna, das habe ich aber schon mal irgendwo gehört. Das kommt mir echt bekannt vor, Nanny Fortuna. Das ist doch aus irgendwo anders her ist das ein Name. Den habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört. Nanny Fortuna. Oh mein Gott, das wird mich jetzt tagelang nicht loslassen. Und ich werde daran denken, wer ist Nanny Fortuna? So. Hi, Digga. Wer bist denn du, ey? Sorry, aber was war das? War das Russisch oder? Ich hab keine Ahnung. Nicht von dir, weil du als die. Ja. Anscheinend kann ich mit dem schnell reisen, wie es aussieht, hier durch die Maps. Das finde ich sehr praktisch. So, oh, was haben wir denn hier? Gebiet des Grafen, das herzogliche Gebiet der Baroness. Dann fangen wir mal mit dem Grafen an, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, mit wem ich beginnen soll. Ich werde mir das noch auf jeden Fall überlegen. Bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch wieder damit dabei seid. Jetzt müssen wir erstmal was über die Leute hier rausfinden. Über die, den Grafen, den Herzog und die Baroness. Ich bin schon gespannt, was wir da alles erfahren werden. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Däumlein nach oben gebt für mein Video. Und auch wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, um das nicht zu verpassen, am besten meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann werdet ihr auch immer schön informiert. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. Es ist so dunkel immer hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, eure Natzen. Bye.